Zersprengt ihre Fesseln, legt ihre Ketten ab. Vier gesungene Phrasen. Freundlich, Wirkungsrate ist 25 Verteidigung bei Zurückziehen plus 50 Verzeihung gegen Humpelt. Versteinerungs. Liebhaber bewegt etwas tiefe Wehr vom Feind im Wirkungsbereich, wo diese durch diese bezaubert werden. Okay. Führt dazu, dass Feinde im Wirkungsbereich verschreckt sind. Häuft verstreute Seelenfragmente an, um zwei Velovists zu erschaffen, die für diese Gruppe kämpfen. Neben Feinde im Wirkungsbereich. Nee, bezaubert klingt besser. Klasse können wir nichts geben. Scharfschütze. Oder Unterstützung. Ach, da hat er ja schon. Schneller wechseln, tiefe Taschen, Waffenträger, Kind der Flammen. Defensiv, unaufhaltsam, ehrenwerter Rückzug. Scharfschütze. Schütze, Nachladegeschwindigkeit, das klingt gut. Okay, die beiden hinken mit den Erfahrungspunkten ziemlich. Du ja noch mehr. Zurück. Hm. Ja, okay, ich sehe es ein. Stimmt die Gruppeneinstellung noch so einigermaßen? Ja. Du kannst darüber, du kannst darüber. Ihr beide könnt die Plätze tauschen. So. Dann schlafen wir noch einmal für Machtbonus. Okay. Und da geht es nach Stufe 1 von Ortnur. Dann können wir die Hauptquest erstmal nicht fortführen, weil ich Mist gebaut habe. Das heißt, jetzt müssen wir uns erst einmal wieder mit den endlosen Faden auseinandersetzen. Was sehr, sehr toll ist. So, da ist der Weg nach unten. Die ersten beiden Ebenen haben wir ja zum Glück geklärt. Ich brauche wirklich definitiv Level 9, um diese Ruinen zu schaffen. Außer natürlich, ich wähle den einfachen Weg und gehe die Hälfte. Hier oben liegt übrigens immer noch der Xaureprom, der Vergiftete. Vielleicht, wenn ich meinen Druiden dabei hätte, hätte ich den heilen können. Es ist ja immer auf die Gruppe bezogen, wie man mitnimmt. Oh, was liegt denn hier noch? Geheimes. Ach so. Materialien. Gut, wir waren auf Ebene 3 angekommen. Dort haben wir uns mit Ogern rumgeprügelt. Ich merke, wir haben noch nicht sonderlich viel geschafft in dieser Aufnahmesession. Wir sind hauptsächlich rumgereist und haben mit ein paar Leuten gesprochen. Nur um zu erfahren, dass wir nichts machen können. Nice and quiet. Wobei, die Ebene haben wir auch größtenteils schon aufgedeckt. Aber auf der fünften Ebene wartet halt ein Drache auf uns. Und das hier sieht wie ein Thronraum aus. Thronraum. How may I help? Du hast immer noch nur begrenzt auf
Oh, der patrouilliert. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube 3 oder so haben wir getötet und es waren insgesamt 12. Ich höre ihn auf jeden Fall stampfen. Wie laut er stampft. Genau, das ist ein Oger. Da hinten ist noch einer. Und weg ist er. Jedenfalls einer von denen. Ogerblut. Oh, da fällt mir was ein. Also erst einmal kriegst du das Buch. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Zauber haben. So, dann kriegst du noch den Ring. Oh, du hast schon 2. Starker Zauber, Kana, Dämpfer, Intellekt. Ring der Zauberei. Plus Stufe 1 plus Stufe 3. Und du machst plus Stufe 2 plus Stufe 4. Ah, Intelligenz. Den kriegst du mal. So. Ganz einfach. Du hast noch ein... Amulett. Und der Hund, der kann auch mal weg. Trank der starken Regeneration. Wie sieht denn dein Zauberbuch so aus? Ganz okay. Für 5. Zauber der anderen Stufen können wir leider noch nicht. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt um den nächsten. Oh, da ist ein Ogre-Druide noch. Let's go. Okay, Ogre-Druide sagt... Au. Ogre-Druide macht au. Hau ihm mal so eine nekrotische Lanze um die Ohren. Okay, Fenris hat's umgehauen. Ah, und da waren mal wieder Steine. Tötet ihn endlich, dass das Gift aufhört. Dankeschön. Das hat weh getan. Margrin's Fire casts light in dark places. Ja, genau, das wären die Ogre hier drin. Oh. Let's go. Der hat Fenris entdeckt. Weil Fenris nicht im Schleichenmodus war. Okay. Sind wir noch einen losgeworden? Und hier ist grauer Schlick. Sehr viel grauer Schlick. Und da ist eine Falle. Okay, der graue Schlick ist eher harmlos. Zum Glück. Mal sehen, ob wir die Falle entschärft kriegen. Finished. Jo. Verfassung plus 2. Der Goldobel doppelt. Ah ja. Und was haben wir hier? Kupferstück. Adra und eine Flammenfächer-Schriftrolle. Noch sehen alle einigermaßen okay aus.
in der Gruppe. Found something. Oh, ein Secret. Oh. Ogre-Druide, Ogre-Druide, Ogre. Nein, 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 nein. Das war nicht so gut. Und jetzt haben wir auch noch den anderen am Hals. Let's go. Nein, das sind zu viele. Welches war der letzte Spielstand? Autosave? Quicksave? Ah ja. Gut, der Quicksave war's. Das war jetzt definitiv ein paar zu viel. Viele Oker. So, hier war ein Secret. Ich kann jetzt versuchen, mich mit der hier anzulegen. Mit der Ogerkönigin. Zola. Die hat ja zwei Oger und einen Ogerdruiden hier drin. Für die bräuchte ich dann härtere Geschütze. Also von Alof. Palegina hat irgendwie ein bisschen wenig Ausdauer. Oder habe ich bei Edda jetzt irgendwas richtig gemacht, dass er sehr viel Ausdauer gekriegt hat? Achso, wahrscheinlich, weil ich den Rastbonus nicht den richtigen habe. Okay, das heißt, es geht da lang weiter. Hier drüben haben wir uns schon umgeschaut. Oder? Oder wollten wir uns hier drüben umschauen und sind da wegen der Ogre abgehauen? Hier wäre eine gottverdammte Wand. Achso, das war der Typ hier. Man hat es selber geschützt, diese berühmte Krieger war selbst schlecht, die Säbel in der Schle. Ja, da bräuchten wir den leuchtenden Säbel dafür. Da könnten wir hier einen Geheimgang aufmachen. Der hoffentlich eine Abkürzung ist. Okay, hier sind drei Oker. Drei Oger gehen ja noch. Flammenschild. Verwirrung. Infiziert den Verstand von Feinden im Wirkungsbereich und verwirrt sie. Habe ich jetzt gerade alle Oger übernommen? Na, Durenz, mach mal Schutzrüstung an. Und ich schieß mal. Oh, ich stehe. Au. Ich stehe gerade irgendwie schlecht. Okay, irgendwas heilt. Reif- und Frostfalle. Let's go. Okay, irgendwas hat gerade ein bisschen geheilt. Duritz war es aber nicht. Following your lead.
So, du heilst mal Paligina. 20% Gesundheit, sehr schön.